Ist dir eigentlich bewusst, dass das Leben, das, was wir erreichen möchten, ein Marathon ist? Ein Marathon und kein Sprint. Kein Sprint. Aber in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit, möchten wir immer alles sofort haben. Ich will das, also gehe ich los. Ich finde ja auch immer Möglichkeiten und Lösungen, das zu kaufen. Wenn ich etwas kaufen möchte, mit Ratenzahlungen geht das heute sofort. Ich muss nicht mal mehr vorbereitet sein. Daher lernen wir auch, dass es schnell gehen kann und muss. Das Problem ist, wenn du selbstständig bist, wenn du dein eigenes Business aufbauen möchtest, wenn du Kilos verlieren möchtest, wenn du was Großes aufbauen möchtest, wenn du dein eigenes Heim aufbauen möchtest, irgend sowas, es braucht einfach Zeit. Es braucht Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dir bewusst und doch hängen wir immer wieder in unseren negativen Gedanken fest, dass wir das Gefühl haben, es tut sich einfach nichts. Also mir geht das immer wieder so, wo ich denke, ach man, ich müsste vielleicht doch 10 Stunden am Tag arbeiten, aber das ist so schwierig, ich habe ja noch 3 Kinder und dann werde ich manchmal unglücklich und denke, ich möchte da vorwärts kommen, ich möchte mehr machen. Und dann wiederum denke ich, ja, was heißt das, wenn ich mehr Zeit fürs Business aufwenden möchte? Dann muss ja jemand anderes die Kinder betreuen. Es geht nun mal nicht beides. Und daher finde ich einfach toll, wenn du Langzeit denkst. Wenn du halt lernst, dich zurückzunehmen, denkst, okay, jetzt mache ich halt nur etwas am Tag. Oder einmal in der Woche, einen halben Tag investiere ich in mein Business. Oder ich investiere einfach in das, was mir wichtig ist. Es braucht wirklich Zeit. Aber wenn du im Langzeitdenken denkst, wenn du überlegst, was ist in 20 Jahren, ich sage es auch immer mit dem Sparen, 100 Euro, 25 Euro zu sparen, ist nicht viel. Und jeder denkt sich dann, ach komm, das lohnt sich doch gar nicht. Oh doch, es lohnt sich, glaub es mir, einfach tun. Das ist dasselbe, wenn du ein eigenes Buch schreiben willst. Ich weiß, zu Beginn denke ich, oh, bis ich ein eigenes Buch zusammen habe, das dauert ewig. Ja und, dann gib dir ein Jahr Zeit, 2 Jahre, 3 Jahre. Was sind 2, 3 Jahre auf die nächsten 20 Jahre oder 40 Jahre für dein ganzes Leben nachher noch? Wenn du jeden Tag oder alle 2, 3 Tage eine Buchseite schreibst, wirst du in 1 bis 2 Jahren dein Buch fertig haben. Ja, steht der Tropfen hört den Stein. Aber ich weiß, es ist nicht einfach und ich muss mich da auch immer wieder an der Nase nehmen, weil manchmal möchten wir es schneller haben und dann schaue ich mir wieder Firmen an, bei denen es schneller funktioniert, aber ich sehe dann auch die Kehrseite. Es ist natürlich auch mit sehr viel Stress verbunden. Also Stress, es kann auch positiver Stress sein, aber du musst vielleicht mehr reisen, du musst mehr Kundenbesuche machen, du musst ein Team, ein größeres Team einstellen. Da ist immer wichtig zu überlegen, was will ich eigentlich? Will ich schnell wachsen? Ja, dann brauche ich mehr Zeit und mehr Mitarbeiter und muss natürlich mehr umherspringen, als wenn ich langsam aufbaue. Aber auch wenn du strategisch dich gut setzt und du sagst, das ist mein Thema und ich bleibe bei diesem Thema für die nächsten 20 Jahre, dann zahlt sich das immer auch hoch, wenn du mal eine Pause machst. Das ging bei mir mit dem Kokosnussöl so. Ich weiß noch, zu Beginn, ich bin fast nicht vom Fleck gekommen, fast nicht der Logo. Ich hatte 3 Kleinkinder, wann sollte ich? Die sind alle relativ nahe, 1,5 Jahre aufeinander. Ich hatte auch keine Erfahrung mit Kids und so, also das war für mich auch vollkommen neu und dann noch ein eigenes Business, aber eben. Steht der Tropfen hört den Stein, jetzt sind die Kinder, die Älteste ist jetzt 12 und 8, also die Jüngste. Das ändert sich und es lohnt sich, dass ich damals diese Schritte gemacht habe, auch wenn es halt sehr, sehr langsam gewachsen ist. Dann hast du halt mal nur einen Kunden in einem Monat oder in 3 Monaten, ja, perfekt. Stell dir vor, du hättest 100 Kunden im Tag. Dann wäre toll, aber ob dann deine ganze Organisation noch funktioniert, das ist die andere Frage. Und das finde ich so schön, wenn du wirklich von der Pike auf das durchlernen kannst, wenn du genau weißt, okay, jetzt kommt das, dann kommst du an einen neuen Punkt dran. Du wirst feststellen, wie organisiere ich jetzt das? Was mache ich zum Beispiel mit Mangel, mit Reklamationen, mit Kundenanfragen? Das sind alles Dinge, wenn du die im Laufe der Zeit kennenlernst, kannst du das nämlich schon ganz langsam auch aufteilen und vielleicht neue Mitarbeiter dazunehmen oder vielleicht einen Nachbarn dazunehmen, eine andere Freundin dazunehmen, weil zu Beginn sieht man nämlich noch nicht, was auf alles auf einen zukommen wird, was auch gut so ist. Aber eben, und daher gibt es auch viele selbstständige Kleinfirmen, die von 0 auf 100 Vollgas geben
und nachher nicht alles bewerkstelligen können? Was ist, wenn du deine Kunden nicht beliefern kannst, wenn du nicht nachkommst mit Häkeln oder Basteln oder was du auch tust, oder mit Beratungen, dass du nicht gut aufgelistet bist, wann machst du die Coaching-Bereiche zum Beispiel, wenn du ein selbstständiger Coach bist? Was sind die Zeiten, wo du wirklich für deine Kunden da sein kannst, was funktioniert, und das musst du immer wieder anpassen. Also, Marathon, Marathon, Marathon. Schau das wirklich als Marathon an. Lass dich nicht stressen, lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht selbst unter Druck setzen, so dass du da erfolgreich sein musst und da und da und da. Nein, wirklich überlege, was ist momentan das Wichtigste, wenn du Kleinkinder hast. Bleib bei deinen Kleinkindern, wenn dir das wichtig ist, wenn du diese hocherziehen möchtest selbst und nicht abgeben möchtest, dann sieh das als deinen Wert an, den du da weitergibst, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Du kannst natürlich parallel trotzdem beginnen, aber es wird natürlich ganz langsam gehen. Es wird sehr, sehr langsam gehen, und das war bei mir so und ist immer noch so. Also jetzt geht es schon viel, viel, viel schneller, aber ich habe da auch noch ganz große Träume und Verwirklichungen, aber ich weiß, ich kann noch nicht ganz Gas geben. Ich könnte, aber eben dann heißt es, dass ich wirklich on tour bin. Ich muss dann rausgehen, und ich schätze das momentan, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, dass ich das Nötigste machen kann und erledigen kann, aber ich kann jetzt nun mal noch keine großartigen Kundenbesuche machen. Das muss ich einfach anders organisieren, weil ich noch nicht will, dass die Kids alleine sind, wenn sie nach Hause kommen. Ich möchte sie begleiten, ich möchte mit ihnen Zeit verbringen und sie lehren, weil in dieser Zeit kann ich am meisten lehren. Wenn die ab 14 ist es eigentlich vorbei, zu Ende, sagt man ja so. Also es ist wirklich eine taffe Zeit, sehr zeitaufwendig, sehr zeitintensiv. Aber ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich, und wir sprechen in 10 Jahren dann darüber. Ich bin gespannt, was ich dann zu berichten habe, ob das der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich gut an, es fühlt sich gut an, und es muss sich einfach gut anfühlen. Wenn es für dich sich nicht gut anfühlt, dass du sagst, es bedrückt mich, ich habe nicht die Zeit für das und das und das und das, dann setz dich hin und überlege, was streiche ich? Was kommt momentan weg von meiner Liste? Ich werde das vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr werde ich das wieder anschauen, ob ich jetzt mehr Zeit für das zur Verfügung habe. Oder ich überlege mir, ja hallo, vielleicht bin ich noch in einem Verein, könnte ich aus diesem Verein austreten, bin ich sonst noch in einer Organisation, dass mir einfach schwerfällt, Zeiten frei zu schaufeln. Wir müssen Nein sagen zu anderen Dingen, die wir vielleicht früher getan haben, als wir vielleicht nur ein Kind hatten oder noch kein Kind, zwei, und da kommt ein drittes Kind. Ja, das braucht ja mehr Platz in unserem Leben, logisch. Und da muss ja etwas anderes auch wegfallen. Überprüfe ganz klar deine Zeiten, wo du Zeiten verlierst in deinem Alltag, an deinem Abend. Wie sehen deine Abende aus? Könntest du da vielleicht etwas umorganisieren, auch mit dem Essen, vielleicht mit dem Partner mehr absprechen, dass er auch Mahlzeiten übernimmt? Und einfach such nach Lösungen. Was nimmt dir am Tag 2-3 Stunden weg, Zeit weg, die du eigentlich nicht verplant hast, die einfach so automatisch da drin sich eingefressen haben. Es gibt nämlich immer so Zeitfresser, die wir im Alltag haben, die wir gar nicht bemerken. Aber wenn wir wachsam sind, dann merken wir das. Also bis dann wieder. Tschüss!